Kulturübertragung. Machen wir mal Synkretismus. Also, das heißt, ja, die Religion und so weiter von den Gegnern und Eroberten integrieren. Genau. Warum rekrutiert Ares Schrecken so wenig Einheiten? Weil sie es können. Nein, ich habe denen gesagt, sie sollen viel mehr Einheiten rekrutieren. Der sollte eigentlich, sollte der zusätzlich zu den, was hat er jetzt? 4 Pekinieren und 2 spartanischen Hopliten, sollte er nochmal 2 spartanische Hopliten und 4 Heloten irgendwas rekrutieren. Aber er rekrutiert, so wie es aussieht, nur noch 2 spartanische Hopliten. Obwohl die Ausbildungskapazitäten bei 6 liegen. Oh, na Mann. Außer sie liegen jetzt nicht mehr, aber dann würden sie nicht auf 4 runterfallen, weil meine ganzen Militärgebäude sind nicht in Odessus. Das können wir ehrlich gesagt automatisch machen, oder? Okay. Also dieses Mal absichtlich automatisch? Ja. Also er hat zwar eine größere Streitmacht, aber ich habe halt lauter Katapulte, also Artillerieschiffe. Und ich bombardiere das einfach. Und das ist ein bisschen langweilig zuzusehen. Jo. Wieso Rückzug? Wir müssen uns ein wenig ausruhen. Eure Befehle? Ach, okay. Na gut, nächstes Mal spiele ich. Anscheinend hat er gewonnen. So ein Arsch. Naja. Kommandant? Gut. Achso, ich bin dran. Ja. Ja, immer noch. Ach, naja, der hat zwar gesagt 91% gewinnen oder gewinnen, aber er hat wahrscheinlich dann jetzt die 9% genommen und hat gesagt, du verlierst. Entschuldigung. So. Aber die Prozentzahlen da unten sind ja nicht deine Gewinnchance. Deine Gewinnchance ist ja der Balken. Nee, oder? Das ist also. Diese Prozentzahl ist immer die Anzahl an Einheiten, die bei der Gefechtsformation wahrscheinlich überlebt. Die geschätzte. Oder? Ja, vergangen. Also bei mir steht immer, glaube ich, geschätzte oder überlebenden Anzahl. Irgendwie sowas. Dann habe ich es gerade falsch angeschaut. Ah, wie war das mit den strategischen, ne? So, das können wir spielen. Da hast du. Du hast insgesamt knapp 3000 und ich habe die Hälfte. Aber es sind wieder die Hanseln von drüben. Okay. Heißt, ich darf. Als KI spielen. Ja, du darfst. Bei mir darfst du immer. Ja, aber der mittlere Button ist doch eigentlich immer Gefecht spielen, oder? Ja, also diese 2 gekreuzten Schwerter sind spielen. Ja. Höchst interessant. Also vielleicht dann habe ich mich vielleicht verklickt, so um einen halben Millimeter oder so. Oder du warst immer noch bei den automatisch und dann hast du wahrscheinlich dann aus Versehen da. Ja, sage ich ja, dass ich mich verklickt habe irgendwie. Genau, dass du halt nicht mehr zurückgeklickt hast. Gut, Strohhütten, juhu, und ein Gemüsegarten, sehr schön. Sehr schöner Salat. Wunderbar. Ein fetter Baum. Oho.
Ja, und ich habe nur so schwachen Martenkämpfer, Alter. Ja, ich meine, guck dir das doch mal an, die Bildchen da mit nacktem Oberkörper und naja. Praktisch bei denen ist halt, dass die alle auch ballern können. Ja. Das muss man den Germanen so lassen. Die können halt alle auch irgendwie Speere werfen und so. Ja, und das nervt echt. Ja. Ja. So, warte, wo ist jetzt das Dorfzentrum? Habe ich überhaupt irgendeine Einheit, die eine Formation einnehmen kann? So fangen wir doch schon mal an. Pikeniere! Okay, hört auf, mir ins Ohr zu schreien. Das hat so keinen Sinn. Das hat so keinen Sinn. Nice. So, also die da kommen von hier, die da kommen von da und die da schnabulieren hier rum. Hast du noch eine Verstärkungsarmee? Ja, 3 Stück. Was? Oh. Ja, 3 Stück. Gut. Ja, wunderbar. Nein, ich habe nichts. Ach so, okay. Ich dachte schon, habe ich mich ja so verschätzt. Naja, wobei... So verguckt wohl eher, weil ich meine, du hast eigentlich 10. Ja. Aber warte mal, das ist natürlich praktisch. Hm? Dieser Dorfplatz ist auf der einen Seite übel krank zugänglich und du brauchst so eine übel breite Reihe, um die abzusichern. Und auf der anderen Seite ist halt so... Ja, da gibt's 2 kleine. Ja. Nee, 1 kleine. Nee, 2. Ah, obwohl. Ja, ich sehe die 2. Genau. Und bei der breiten Seite kannst du das Haus in der Mitte auch noch mitnehmen. Also quasi das sind, glaube ich, dann auf der linken Seite, auf der breiten Seite sind es 2 oder 3 Phalanxen. Also wenn man von Phalanx redet. Und bei der kleinen Seite... Genau, und dann noch eine kleine Einheit. Ja, ich sag mal so, im Grunde ändert sich wenig, aber die Reihen werden, also es werden mehr Reihen. Ja, vor allen Dingen, wenn du das Haus halt mitnimmst, dann bist du flexibler, als wenn du jetzt eine komplett gerade Reihe hast. Genau. Genau. So, und oi. Blub. Ich kann mich ja nur innerhalb dieses gelben, ne? Genau, nur innerhalb des Dorfes, ja. Wow. Okay, das lassen wir bleiben. schauen wir doch mal. Ja, euch kann ich hier stehen lassen. Praktisch. So, und dann habe ich euch hier. Schaffe ich dann eine Einheit rein? Ja.
Ja. Ja, so sieht das. Ja. Okay. Ja, und mit dem Rest von euch. Okay. Ready? Ja. Wunderbar. Wo stehst du? Ich sehe dich gar nicht. Aha, eine Einheit sehe ich schon mal. Die Muster sehen echt cool aus auf den Schildern, ne? Mhm. Ja, da sind auch ein paar Bayern dabei, das ist sehr schön. Oh, meine Elefanten haben gerade meine Bogenschützen ein bisschen über den Haufen gerannt. Upsi. Achso, hier. Okay, hier ist auch zu. Anscheinend. Ja, dann bringt das gar nichts. Persische Hopliten! Doppelte Geschwindigkeit! Zu euren Diensten! Schnell! Bereit! Reiter! Doppelte Geschwindigkeit! So. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Wie lauten eure Befehle? Schnell vorrücken! Ist das alles, was du hast? Nicht, oder? Doch, so ziemlich. Echt? Wir haben die versteckten Feinde. Ja, 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 okay, okay. Du Schlawiner. Ich dachte schon, hey, du hattest doch eine fette Armee, oder nicht? Oh, ups. Hoppla. Oh, oh, hoppla, bingo. Wie denn das? Der General steht auf der anderen Seite. Doppelte Geschwindigkeit! Schnelles Marschieren! Gepanzerte Elefanten! Schwere Bogenschützen! Die Bogenschützen sind hier krass. Gepanzerte Elefanten! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wie lauten eure Befehle? Erwarte Befehle! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Schwere Bogen!
Bogenschützen! Bereit! Bergkämpfe! Elefanten bereit! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ich die feindlichen versteckten Einheiten entdeckt habe. Bist du sicher? Ich denke doch. Vielleicht. Gepanzerte Elefanten! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Oh, warte, du hast einen Elefanten? Ja, nur mein General. Ups, hoppla. Zu Befehl. Ja, Kommandant. Verstanden. Unser General wird angegriffen. Macht sie zu schnau. Schwere Bogenschützen. Feindliche Hopliten. Schwere Bogenschützen. Degeniere. Gepanzerte Elefanten! Rück vor, Alter! Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht. Ja, aber nur weil ich die entdeckt habe. Wenn ich was die. Was eigentlich abzusehen war. Ja. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt! Vorreiter! Feuer! Schieß! Gepanzerte Elefanten! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Zu euren Diensten! Reiten! Los! Erstört sie! Verdunkelt den Himmel! Eure Befehle? Schnell! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Gepanzerte Elefanten! Sperrkämpfer erwarten eure Befehle! Ich bin echt gespannt, ob die es hinkriegen, auch nur einen einzigen Elefanten wirklich ernsthaft zu verletzen. Weil der eine hat schon zwei Elefanten verloren. Lol, was machen die denn da drüben? Sind die geflohen und haben sich wieder gefangen, ja, oder was? Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Genauer Schuss! Elefanten für den Kampf bereit! Rück vor, Reiter! Gepanzerte Elefanten! Vorwärts! Schwere Bogenschützen! Feuer! Das verstehen wir! Warte mal, die haben ja einen extra Boni, dass sie gegen Berittene irgendwie. Ich keck! Trampelt sie nieder! Gepanzerte Elefanten! Ja. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Und da drüben, meine Dudes, stehen auch immer noch? Also, dass die noch stehen hier, wundert mich wirklich. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Feuert auf den Feind! Wir erwarten eure Befehle! Wir können Infanterie bereit! Gepanzerte Elefanten! Eure Befehle, mein Herr! 18 Elefanten sind in einem Trupp. Genau, ja. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Welche versteckten Einheiten? Ich habe noch versteckte Einheiten.
Ja, im Wald sind immer mal wieder welche, die sich neu verstecken. So, jetzt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Reicht das mal hier. Mein General ist geflüchtet, lol. Was bist du, Alter? Auf jeden Fall jemand, der keine Elefanten mag. Ja, scheint so. So, ich bin jetzt gespannt, ob ich wenigstens irgendwas ausrichten konnte gegen die. Hey, ich hab ein... Also hier liegt ein toter Elefant vor richtig Hunderten von toten Männern. Ja, da liegen... Ah, da liegen also auch noch ein paar Elefanten. Wald, ich hätte echt viel früher checken müssen, dass ich ein Ding gegen berittene Sachen habe mit denen. Weil ich glaube, damit hätte ich die Elefanten deutlich stärker dezimieren können. Mhm. Aber halt auch nur dezimieren, also platt machen garantiert nicht. Ja, also die Elefanten haben natürlich... sind sehr schwach im Wald, also die sind sehr langsam und so weiter. Also. Mhm. Ja, deswegen habe ich gedacht, vielleicht kriege ich es hin, da mit der Reiterei da einmal irgendwie ein bisschen Damage zu machen, weil die Idee war gut, aber also hättest schneller und härter zugreifen müssen, zuschlagen. Ich weiß nicht, ich hatte nur noch eine Reiterei. Ja, nee, also nicht allgemein die Reiterei, sondern als dieser eine Überraschungsangriff da mit den Schwertkämpfern schon eigentlich weg war, beziehungsweise also gescheitert ist, dann kamen erst deine ganzen Fernkämpfer und so weiter. Und du meinst, ich hätte die Fernkämpfer, hätte ich während des Schwertkämpfer-Ansturms, also bevor die noch überhaupt da waren, bei den Speerkriegern dann, hätte ich die Fernkämpfer schon auf deine Elefanten schicken müssen? Also nicht vor, sondern mehr oder weniger gleichzeitig. Also nicht, dass die die ganze Zeit da stehen und nichts machen, sondern dass sie halt auch mit angreifen, so ungefähr. Naja. Ja. Aber dafür ist es ja ganz gut. Jetzt übst du gegen Elefanten zu kämpfen. Ja, aber halt mit Einheiten, die fliehen, sobald 5 Typen gestorben sind. Also die Einheiten, die du gerade spielst, sind halt eher leichte Infanterie. Genau, die keine Bedrohung ist. So ja. Oder kein Großartig. Aber ich habe jetzt schon allein in dieser Schlacht mehr Elefanten gekillt als in jeder bisher. Ja, das stimmt. Also, wir machen vom strategischen her auf jeden Fall einen Schritt. Ja, benutzt auf jeden Fall das Terrain. Ja, beziehungsweise bei den Germanen ist halt so, allgemein bei den Germanen, dass ich dadurch, dass ich auch schon mal einen Germanenstamm gespielt habe, die halt auch ein bisschen besser kenne. Mhm. Aber wenn du mir jetzt irgend so eine Ägypter-Einheit gibst, kann ich halt eigentlich nichts anfangen. So. aber bei denen weiß ich halt, okay, aus dem halt stecken und dann Bats und keine Ahnung. Auch wenn ich eigentlich hätte ich dich in den Wald locken müssen, aber dadurch, dass halt eine Stadtverteidigung ist, ist es halt doof, weil ich muss ja eigentlich dann die Stadt auch halten. Ja, bei so kleinen Städten nicht. Also bei großen Städten mit Stadtmauer, da musst du. Also wenn ich da den Hauptplatz einnehme, hast du noch, glaube ich, eine Minute Zeit oder so. Ihn zurückzuerobern irgendwie. Ja. Okay, dann... Das wäre aber mal Hartwitz. Was? Und könnte ich mir gerade mit so Germanen vorstellen. Achso. Naja, du lässt den Gegner bis auf den Hauptplatz marschieren, vollkommen oder fast unbehelligt. Mhm. Und dann, wenn er den Hauptplatz hat,
zack, machst du zu und greifst von überall an. Das ist halt hart demoralisierend dann. Aus allen möglichen Richtungen. Und der Gegner kann sich auf dem Hauptplatz aber ja nicht gescheit formieren. So, das bedeutet, er kann den dann eigentlich nicht verteidigen, weil er rückt dahin in der Erwartung, angegriffen zu werden oder angreifen zu müssen. Und dann ist kaum Verteidigung bis dahin und dann auf einmal sind die Gegner überall um ihn. Und Pikiniere helfen dir halt auch nur dann was, wenn die Phalanx schon steht, wenn der Gegner kommt. Das stimmt. Wenn der Gegner in deinem Rücken ist, bevor du die Speere rauskriegst, ist halt Pech. Das ist immer so die Frage. Gut, du bist dann...